weil wenn die Karolin richtig schwimmen könnte, nicht? Dann müsste man nur so ein Tor anbauen. Dann würde man die Karolin überall mit hinnehmen. Zum Beispiel ein Schwimmbad oder so. Oder richtig ans Meer. Warst du schon mal am Meer? Nein. Ich schon. Mit meiner Mutter in Italien. Das ist mir ganz lang. Ja, aber was? Wenn ich das wüsste. Hm. Genau, das ist ein Hai und das soll dich erschrecken, okay? Mhm. Mein Opa hat erzählt, dass alle Fische sprechen können. Schon, aber die machen nicht Hua. Machen sie denn? Vielleicht blub, blub, blub. Gut, dann macht ihr eben blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Ich bin weg, du bist mir zu hart. Kannst du morgen mit schwimmen? Nein, ich kann nicht. Warum? Ich fahr morgen weg. Ganz weit und ganz lange. Och, warum? Ich fahr in ein Sanatorium. Was ist denn das, ein Sanatorium? Och, das ist so ein Krankenhaus. Aber kein richtiges Krankenhaus. Ein Gesundhotel, sagt meine Mutti. Musst du denn, wenn du krank bist? Nein, aber ich esse zu wenig. Ach so. Musst du da ganz allein in dieses Sanatorium ohne deine Eltern? Die müssen doch arbeiten. Aber die besuchen dich doch, oder? Bestimmt. Ich besuche dich auch mal. Wo ist denn das überhaupt, das Sanatorium? Im Gebirge. Ich fahre morgen früh mit dem Zug dahin. Meine Mutter packt schon die Koffer. Ist es überhaupt schön dort? Ich war mal mit meinen Eltern dort zum Ansehen. Es ist wie ein Schloss mit einem großen Park. Wie lange musst du da bleiben? Bis Weihnachten. Hast du da Angst, so ganz allein dort zu bleiben? Ein bisschen. Hätte ich auch. Anja, kommst du jetzt bitte rüber? Es wird kühl. Ich muss jetzt heim. Also tschüss. Anja.
gern gespielt? Ja, sehr viel. Dass du mal von selber nach oben kommst, ist ein richtiges Wunder. Also Julia. Ja, Anja, du musst dich festmachen. Weg, ganz lang und ganz weit weg. Was soll denn das Zeug hier im Flur? Ich war tot. Ach, du doch gleich Abendessen. Mama, wo hast du die Caroline? Also draußen bei deinen Sachen sind sie nicht. Die habe ich bei mir verschenkt. Was? Da haben wir geschenkt? Ja. So, wie kommst du da drauf? Die Anja fährt morgen in seiner Trauerrunde, damit sie wieder ganz gesund wird. Aha. Aber wenn die Anja morgen wegfährt, dann nimmst du doch eine eigene Puppe mit, da brauchst du doch nicht deine Caroline. Doch. Also jetzt komm mal her. Ich habe immer geglaubt, die Caroline, das ist deine liebste Puppe. Ist sie ja auch. Und da verschenkst du sie so einfach. Weißt du, dass die Caroline sehr wertvoll ist? Die hat einmal sehr viel Geld gekostet. Und außerdem habe ich schon, als ich so klein war, wie du mit der Caroline gespielt. Du, die gehört doch richtig zur Familie. Aber du hast gesagt, die Caroline gehört mir. Aber wenn sie mir gehört, kann ich sie auch wieder verschenken. Okay, aber... Wenn du schon was verschenken willst, dann hättest du doch die Babypuppe her schenken können oder ein Buch. Nein, hätte ich nicht. Schatze, ich schenke dir auch nicht meine schönsten Sachen her. Hm? Ich verschenke nicht mein schönstes Kleid oder unser Auto. Hast du die Caroline nicht mehr lieb? Die Anja hat die Caroline aber auch sehr lieb. Glaube ich ja. Du, die Caroline ist jetzt über 30 Jahre in unserer Familie. Hm? Die hat mir mein Papa von einer sehr großen Reise mitgebracht und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und als ich sie dir das letzte Jahr geschenkt habe, hast du dich doch auch drüber gefreut. Hm? Das siehst du. Das verstehe ich jetzt auch nicht, warum du sie einfach so herschenken kannst. Also ich glaube nicht, dass du dir das richtig überlegt hast, hm? Ganz sicher, dass du das nachher wieder bereust und dass du sehr traurig bist. Nein. Also ich glaube, ich rufe nachher Anjas Mutter an und werde ihr sagen, dass du das nicht so gemeint hast mit dem Schenken. Habe ich ja wohl so gemeint. Du brauchst sie gar nicht anrufen. Doch, doch, doch. Ich glaube, die Anja kann die Puppe über Nacht behalten, aber morgen früh, da wird sie uns wieder zurückgeben. Nein, die Anja behält die Karte. Erklären zu müssen.
mal her. Die Caroline ist weg. Ich habe sie der Anja geschenkt. Ich habe die Caroline schon noch lieb. Die Anja braucht sie jetzt mehr. Hallo? Grüß dich. Nein, ich sehe mal im Kinderzimmer. Nein, das hat sie nicht so gemeint. Sie ist doch noch ein Kind. Ja? Ja, das will ich ihr sagen. Ja, sie wird es noch heute Abend machen. Nein, das stimmt nicht. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Du Mami. Für Tante Brigitte. Sie wollte wissen, warum du dich noch immer nicht für das Geburtstagsgeschenk bedankt hast. Caroline, so mir nichts, dir nichts hergeschenkt hast. Hat die Anja darum gebettelt, dass du sie ihr gibst? Hm? Nein. Hat sie dir was anderes dafür versprochen? Nein. Also einfach so geschenkt? Nicht einfach. Was nicht einfach? Ich kann es dir nicht erklären. Traurig, dass du nicht verstehst, wie wertvoll die Caroline war. Verstehst du, die kann man nicht einfach irgendwo kaufen, in einem Kaufhaus oder so. Die war doch einmalig. Was ist denn einmalig? Dass es sie ganz weit es mehr gibt. Die Caroline nur einmal gebaut worden? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es irgendwo in der Welt noch Puppen gibt, die so aussehen wie die Caroline, aber du was anderes. Das war doch unsere Caroline, hm? Und die Caroline ist doch nicht gestorben, die ist doch jetzt bei der Anja. Und das tut dir kein bisschen leid? Nein. Also jetzt stell dir vor, morgen früh ganz zeitig, da fährt die Anja weg, ja? Und dann vergisst du die Caroline in ihrem Zimmer und du, dann liegt die Wochen, Monate lang da rum. Kein Mensch kümmert sich um sie. Nein! Thank you.
Dauert es noch lang bis Weihnachten? Ja, freilich. Soviel ich da mitgekriegt habe, war das schon ernst gemeint. Wissen Sie, ich konnte es einfach nicht so recht glauben. Ja, ich auch nicht, Frau Klabern. Aber die Julia, die will das so. Ja, die Anja muss die Caroline behalten. Also Sie haben es selbst gehört. Tja, also dann kann ich mich nur bedanken. Ich kann es noch nicht glauben. Na dann, gute Nacht. Und gute Nacht. Ach, und gute Besserung für die Anja, dass sie recht bald wieder gesund wird, ja? Danke. Gute Nacht. Was ist? Bist du fertig mit Essen? Ja, ich bin satt. Dann zieh dich langsam aus. Hast morgen früh schon um 8 Schule. Aber du kannst mir noch was erzählen, oder? Vielleicht. Wunderschöne Karolin, weil sie doch so groß war und ja, weil sie laufen konnte mit den Augenklimpern. Die anderen Kinder, die hatten nämlich nur Babypuppen, also wenn sie überhaupt Puppen hatten. Also meine Mama hat mir natürlich auch verboten, dass ich sie am Anfang mit auf die Straße hinunternehme, weil sie Angst hatte, die anderen Kinder könnten sie mir vielleicht wegnehmen oder kaputt machen. Und dann? Tja, und dann, ja, dann habe ich eben viel mit ihr gespielt. Ja, und auch geredet, so wie du. Ja, dann habe ich sie natürlich jedes Mal in Ferien mitgenommen, wenn wir weggefahren sind. Weißt du, ich war doch allein zu Hause und die anderen Kinder, die hatten fast alle Geschwister. Tja, da war eben die Carolin für mich sowas wie ein Spielkamerad. War ich nicht so alleine. Die Anja wird jetzt auch nicht mehr allein sein. Ja, und dann zum Beispiel, als ich meinen ersten Schultag hatte. Meine Güte, da hatte ich solche Angst vor diesem Neuen und Fremden und da habe ich dann die Kamera mitgenommen und sie neben mir auf die Schulbank gesetzt. Und dann hatte ich nicht Angst.
Nacht. Gute Nacht. Thank you.